44 Millionen Passagiere. 400.000 Starts und Landungen. 35.000 Beschäftigte. 7 knots, runway 26 left, cleared for takeoff. Am ersten 5-Sterne-Flughafen Europas. Ja, ist gut. Jede Stunde starten und landen hier bis zu 90 Flugzeuge. Aber nur, wenn alles nach Plan läuft. It's your luggage. There. Der kleinste Fehler kann den gesamten Betrieb lahmlegen. Das ist schlecht. Was passiert hinter den Kulissen des Münchner Flughafens? Uhr früh. Ein neuer Tag am Franz-Josef-Strauß-Flughafen in München. Flug LH731 aus Hongkong ist gerade gelandet. Der Airbus A380 ist der erste von mehr als 1100 Flügen an diesem Tag. Rund 120.000 Passagiere werden heute das Drehkreuz nutzen. Der Flughafen München liegt rund 30 Kilometer nordöstlich der bayerischen Landeshauptstadt im Erdinger Moos. Auf dem mehr als 1500 Hektar großen Gelände stehen die beiden Hauptterminals sowie ein Satellitengebäude, das zu Terminal 2 gehört. Zwischen den beiden Hauptterminals steht der Tower. Hier oben sitzen die Lotsen der deutschen Flugsicherung. Die Anfluglotsen kontrollieren jede Flugbewegung im Luftraum. Die Platzkontrolle erteilt Start- und Landefreigaben. Und die Rollkontrolle ist für die Maschinen auf den Rollfeldern verantwortlich. Matthias Antlinger arbeitet als Supervisor im obersten Stock des Kontrollturms. Rund 75 Meter über dem Erdboden. So, guten Morgen, Tobi. Matt. Wie schaut's denn aus? Soweit ganz gut. 2,6 haben wir in VMC. Personell sind wir wie immer ein bisschen dünn besetzt, aber es läuft alles. Oh, ja, sehr schön. Genau, das heißt, wir müssen heute auch beide ein bisschen ans Board. Antlinger muss gleich eine Doppelaufgabe meistern. Er koordiniert die Abläufe im Kontrollturm und erteilt den Maschinen ihre Start- und Landeerlaubnis. Also meine Aufgabe als Supervisor hier ist es, dafür zu sorgen, dass alle Arbeitsplätze besetzt sind. Sprich die 4 Lotsenarbeitsplätze und die beiden Clearance-Delivery-Arbeitsplätze, dass jeder Lotse maximal 2 Stunden am Stück am Arbeitsplatz ist und danach mindestens eine halbe Stunde Pause hat. Für jeden Start und für jede Landung braucht der Pilot die Freigabe eines Lotsen. Der Lotse ist wie ein Verkehrspolizist, der all diese Kreuzungen überwacht und dafür sorgt, wer der Erste und wer der Zweite ist. Es gibt hier also kein Rechts vor Links und keine roten Ampeln, sondern hier gilt das Wort des Lotsen. Wer ist der Erste, wer ist der Zweite? Am Münchner Flughafen können beide Rollbahnen gleichermaßen für Starts und Landungen verwendet werden. Die Lotsen tragen enorme Verantwortung. Sie müssen bis zu 5 Maschinen gleichzeitig im Auge behalten. Das geht nur mit höchster Konzentration und ausreichend Pausen, um den Kopf wieder freizukriegen. So, Lars, Pause. 2,6 haben wir VMC, short final Croatia clear to land. Oscar Sierra Juliet aus der Intersection. Der Tower-Lotse informiert Antlinger, welche Starts und Landungen anstehen. Trafikinfo hat er schon, kein Space Click. Okay. Die üblichen Sperrungen, Bravo 1, Sierra 1, Sierra 6. Check. Während der Pause trägt Antlinger dann alleine die Verantwortung für den südlichen Teil des Airports.
Ich habe jetzt hier den Arbeitsplatz PL Süd übernommen. Sprich, ich bin zuständig für die südliche Start- und Landebahn und den umgebenden Luftraum um diese Piste. Cairo 497, good morning. Windcheck 240, 3 Knots. Antlinger informiert die Piloten über die aktuellen Windverhältnisse auf dem Rollfeld. So können sie sich zum Beispiel auf Scherwinde beim Landeanflug einstellen. Ich habe im Moment 3 Flugzeuge im Anflug. Der eine ist hier kurz vorm Aufsetzen, Lufthansa Airbus 319. Der nächste ist schon bei 5 Meilen und zwischendrin startet jetzt die Iberia, der ich schon die Anweisung gegeben habe, auf die Piste zu gehen. Starts und Landungen kommen hier Schlag auf Schlag. Die Iberia-Maschine muss deshalb jetzt schnell in die Luft. Ich habe ihm jetzt also die Freigabe zum Abflug gegeben. Er sollte sich auch nicht allzu viel Zeit lassen, weil die nächste Maschine jetzt schon bei 3 Meilen ist, sprich, der landet in 1,5 Minuten. Die Iberia setzt zum Start an. Der Flughafen ist ein wichtiges Drehkreuz in der Region. Kurz- und Mittelstreckenflieger bringen Passagiere aus anderen deutschen Städten oder den europäischen Nachbarländern nach München. Per Langstrecke geht es von hier aus zu Zielen rund um die Welt. Die Maschinen sollen nur so kurz wie möglich am Boden bleiben. Um Verspätungen zu vermeiden, arbeiten alle Abteilungen wie ein Uhrwerk zusammen. Auf dem Rollfeld sorgen die Lademeister dafür, dass alles glatt läuft. Sie sind zur Stelle, wenn irgendetwas hakt oder eine Premiere ansteht. So wie heute. Wir sind unterwegs. Geh, alles klar. Wir sind hier. Servus, bitte. Franz Eder ist einer der beiden Lademeister im Dienst. Heute muss er zum ersten Mal einen Airbus A350-1000 in Empfang nehmen. Noch nie ist dieser Flugzeugtyp auf dem Münchner Airport gelandet. Mit 73,8 Metern ist die Maschine knapp einen Meter länger als ein A380-800. Und wie sich zeigt, fast so lang wie die äußerste Parkposition. Die rote Linie ist die absolute rote Linie. Über das darf nichts drüber. Also das ist Rollweg und das ist Position. Und der Rollweg ist für jeden Tabu. Also der muss absolut hindernisfrei sein. Und da ist jetzt sehr an der Grenze. Wir sind jetzt genau an der Kante. Und aus Sicherheitsgründen darf ich jetzt da vorschlagen, dass man mindestens einen Haltepunkt einen Meter nach vorne verlegt. So steht der nächsten Landung nichts im Weg. Uhr früh. Mittlerweile geht es an beiden Terminals zu wie im Taubenschlag. Auch wenn es beim Entladen noch nach überschaubarem Gepäck aussieht, im Terminal kann es sich schnell zu einer wahren Kofferflut anstauen. Das Gepäckband nimmt einen Großteil des Erdgeschosses in Terminal 2 ein. Insgesamt ist das Förderband hier 46 Kilometer lang. Von der Haupthalle führt ein Tunnel zum Satellitengebäude. Die Gesamtkapazität liegt bei 80.000 Gepäckstücken pro Tag in beiden Terminals. Vom Gepäckwagen geht es erstmal auf ein Förderband. Es gibt unzählige Formen von Koffern und Taschen. Damit alles sicher ankommt, wird jedes Stück in eine Wanne gepackt. Zu Stoßzeiten können fast 12.000 Gepäckstücke pro Stunde transportiert werden. Aber nicht alle Fluggäste reisen sofort ab oder weiter. Für sie gibt es ein gigantisches Gepäckaufbewahrungssystem. Bis zu 4.500 Koffer können am Münchner Flughafen gleichzeitig gelagert werden. Sie bleiben in den Regalen, bis ihre Besitzer weiterfliegen. Der Rest wird innerhalb von Minuten zur Gepäckausgabe gebracht
und von den Passagieren, die in München aussteigen, abgeholt. Das Gepäcksystem wird streng überwacht, wie viele Bereiche am Flughafen. Von manchen Kontrollen bekommen die Reisenden kaum etwas mit. Andere können jeden treffen. Auf dem Weg von der Gepäckausgabe nach draußen müssen alle Passagiere durch den Zoll. Vorbei an dem leitenden Zollbeamten David Staszewski und seinem Kollegen Christoph Otto. Die beiden Polizisten arbeiten schon seit Jahren hier. Und sie sind nicht ohne Grund mit Waffe und schusssicherer Weste ausgestattet. 2017 hat der Münchner Zoll allein 950 Kilogramm Rauschgift sichergestellt. Passt gut, ja? Die ganzen Army-Maschinen kommen jetzt dann gleich. Dann hätten wir hier eine Frankfurter Umsteiger, die Basel. Und Johannesburg kommt. Zwischen 7 und 11 Uhr vormittags treffen am Münchner Flughafen viele internationale Flüge ein. Jeder Passagier muss durch diese Schleuse gehen. Grün bedeutet, nichts zu verzollen. Der rote Schalter ist für Reisende mit anmeldepflichtigen Waren im Gepäck. Die Zollfahnder halten nach möglichen Schmugglern Ausschau. Aber auch nach Leuten, denen nicht klar ist, dass sie zum Zoll müssen. Die EU-Flüge haben einen grünen Streifen an der Seite auf dem Label am Koffer. Alles, was außerhalb von der EU kommt, hat keinen Streifen, sprich ist nur weiß. Und darauf achten wir in erster Linie, weil daran erkennen wir im Endeffekt die Flugroute. Vor allem Reisende aus Asien und den USA kennen sich oft nicht so gut mit den EU-Zollbestimmungen aus. Guten Tag, die Dame. Sie kommen woher bitte? Düsseldorf. Schönen Tag noch. Dieser Fluggast aus den USA weiß, dass er seine Schusswaffe anmelden muss. Die Leiterin dieser chinesischen Reisegruppe wird von Otto hingegen stichprobenartig kontrolliert, ohne konkreten Verdacht. How much cash money you carry with you? Cash money, I have about less 2000 euro. Less than 2000, okay. Yes. You're back up here and then we shall look into it. Am Nebentisch kontrolliert David Staszewski unterdessen eine Frau aus Kamerun. Ja, die Dame kommt jetzt aus einem afrikanischen Land. Jetzt müsste man schauen, was sie alles einführt. Es könnte theoretisch alles dabei sein, von verbotenen Lebensmitteln bis Rauschgift. Das müsste man einfach mal schauen. Also das ist jetzt wahrscheinlich so eine Art Tee. Wer mehr als 10.000 Euro Bargeld im Gepäck hat, muss das anmelden. Auch teure Elektrogeräte müssen durch den Zoll. Drogen und frische tierische Lebensmittel wie Fleisch, Wurst oder Käse dürfen überhaupt nicht in die EU eingeführt werden. Für die Zollfahnder sind die Kontrollen oft eine Begegnung mit anderen Kulturen. So, was haben wir hier? Getrocknete Schrimps. Ja, ja. Les écrevisses. C'est pour préparer ça. C'est pour faire l'arôme de ça. C'est les écrevisses. Ist halt so hygienetechnisch halt auch mal ein bisschen bedenklich, aber ja, ja, ist gut, ist gut. Passt schon. Gab ihm das. On prépare avec ça. On mange. Sieht man, wie unterschiedlich die Kulturen auch sind, gell? Flusskrebse, exotische Suppen. Im Gepäck finden sich die seltsamsten Dinge. Auch Christoph Otto muss immer wieder staunen. Oh, you got all the passports. Yes. I have three. I have
keep all the passport for my group members. It's a very hard job. Yeah, I see. Viele Pulverchen sind dabei, viele Steinchen. Ich kann auch nicht immer bei jedem Reisenden, bei jedem kleinsten Pulverchen, was ich finde, immer gleich Drogentests durchführen. Man darf natürlich nicht immer jeden gleich kriminalisieren und sagen, oh, da ist irgendwas drin, schaut aus wie Drogen. Ja. Deswegen müssen wir ab und zu mal riechen, ab und zu mal schauen, mal genauer schauen. Aber das, was die Dame dabei hat, ist alles wirklich komplett in Ordnung. Während die Zöllner nach verbotenen Stoffen fahnden, können die Reisenden am Flughafen ganz legalen Substanzen frönen, im Erbräu. Zwölf Uhr mittags. Die perfekte Zeit, um im Restaurant ein paar bayerische Spezialitäten zu genießen. Zusammen mit einem ganz besonderen Schmankerl, das direkt vor Ort hergestellt wird. Der Münchner Flughafen ist der einzige Airport der Welt mit eigener Brauerei. Auf der Karte stehen bis zu 8 Bierspezialitäten. Das Helle trägt den Namen Fliegerquell. Das hausgebraute Hefeweißbier heißt Cumulus. Bayern und das Bier. Ein Klischee, mit dem der Flughafenbetreiber gerne spielt. Der Airport sieht sich selbst als Bayerns Tor zur Welt. 2017 haben mehr als 44 Millionen Passagiere den ersten 5-Sterne-Flughafen Europas genutzt. Die Fluggastzahlen steigen seit Jahren an. Immer mehr Reisende kommen aus fernen Ländern außerhalb des Schengen-Raums. Das bedeutet mehr Personal für Personenkontrollen. Denn Flughäfen sind nicht nur Drehkreuze für Reisende, sondern auch für Kriminelle oder Leute, die sich den Behörden entziehen wollen. Passkontrolle, Patrouillengänge, Identitätschecks. Dienstgruppenleiter Lothar Reitmeier und sein Kollege Benjamin König haben am Terminal 1 viel zu tun. Die beiden Beamten gehören zu den rund 1200 Bundespolizisten am Flughafen München. Hi, you guys speak English? Yeah, I want to see the passports, please. But I want to see the passports from all. Okay, and your passport and your passport. Okay. Die drei jungen Männer können keine Pässe vorweisen, nur eine Aufenthaltsgenehmigung. Aber ist die auch gültig? And this is also from you. Also wenn ich jemanden kontrolliere, dann schaue ich erst einmal zunächst nach, was überhaupt für Dokument hat, ob das Dokument gültig ist, was er außer dem Dokument gegebenenfalls noch braucht für einen legalen Aufenthalt in Deutschland. Und wenn ich da ein grünes Licht habe, wo ich sage, soweit passt es, dann muss ich telefonieren und dann wird die Person entsprechend in unserem System abgefragt, ob irgendwas vorliegt. Die Papiere sind gültig. Aber die Frage bleibt, ob es nicht doch ein Problem gibt. Jo, ciao. Ja, alles gut. Und? Nach dem Telefonat ist klar, alles okay. Einer der jungen Männer möchte in sein Heimatland zurückfliegen. Die anderen beiden sind hier, um ihn zu verabschieden. Die Kontrollen von Personen hinsichtlich ihrer rechtlichen Status ist schon sehr komplex. Also das heißt auch für uns und die Mitarbeiter, dass wir uns natürlich ständig auf dem Laufen halten müssen, A, was die rechtliche Konstellation angeht, aber auch die unterschiedlichen Pässe, weil es kommen laufend neue Pässe raus, auch manchmal sind die rechtlichen Konstellationen neu. Deswegen ist es auch ein großer Part von unserer Arbeit, dass wir uns auf dem Laufenden halten und entsprechend Fortbildungsmaßnahmen werden auch dementsprechend durchgeführt. Nun warten die beiden Bundespolizisten auf den nächsten Schwung Passagiere.
13 Uhr. Am Flughafen München herrscht Hochbetrieb. Zahlreiche Maschinen wollen landen und entladen werden. Aber zu solchen Stoßzeiten sind die Passagierbrücken oft belegt. Lademeister Franz Eder muss ein Problem lösen. Eine der Brücken ist defekt. Die Passagiere sitzen seit 10 Minuten in ihrem Flieger fest. Die Fluggastbrücken hat ein technisches Problem. Und jetzt kommt der Monteur und der repariert das. Und im schlechtesten Fall müsste man jetzt mit der Treppe aussteigen, über Busse. Aber ich verzögere das immer so lang, wie es geht. Und dass der Techniker mir sagt, okay, wir können es nicht reparieren. Der Weg über Gangway und Busse würde viel länger dauern. Ärgerlich für die Passagiere und ein Logistikproblem für den Flughafen. Durch die Verspätung müssten womöglich Anschlussflüge verschoben werden. Nach kurzem Bangen gibt der Techniker grünes Licht. Die Brücke funktioniert wieder. Um die gesamten Abläufe im Terminal 2 kümmert sich ein Team im sogenannten Hub Operations Center, kurz HOC. Der Flughafen München gehört zu den größten Drehkreuzen Europas. Und Jörg Abel ist dafür verantwortlich, dass alle Verbindungen reibungslos laufen, wie geplant. Gibt es doch eine Verspätung, müssen die Mitarbeiter versuchen, die Wartezeit für die Passagiere so kurz wie möglich zu halten. Hier sehen wir die Umsteigeströme. Für einen Hub typisch, wir wollen unsere Passagiere von A nach B bringen. Also im Hub müssen die Gäste umsteigen. Und wir schauen ganz genau, ob die Gäste auch ihre Umsteigeflüge so erreichen, wie wir es gerne hätten. Und das machen wir mit diesem Tool hier. Dort können wir genau sehen, für einen einzelnen Flug, was sind alles die Umsteigeflüge, auf die unsere Passagiere umsteigen. Und wir können an der Farbkennung sehen, welcher Umsteigestrom, also welcher Passagier, erreicht seinen Flug in normaler Zeit. Das sind die grünen Bereiche. Und die Flüge, die gelb sind, da ist es etwas kritischer. Da überlegen wir uns, ob wir den Gast entsprechend schneller befördern, damit er seinen Anschlussflug noch erreicht. Im Tower machen sich die Lotsen unterdessen bereit für die nächste Stoßzeit. Diesmal bei den Abflügen. Viele Maschinen mit internationalen Zielen warten schon in der Startposition. Alle wollen praktisch gleichzeitig abheben. Staus können nur durch rechtzeitige Umplanung vermieden werden. Der Supervisor Matthias Antlinger lässt auf dem südlichen Rollfeld nur noch Starts zu. Jetzt ist es also soweit. Wir haben jetzt bereits 15 Maschinen für die Südbahn angelassen zum Abflug. Die Anflüge werden langsam weniger, sodass ich jetzt mal schaue, dass wir den Rest der Anflüge auf die Nordbahn umdirigieren werden. Hello, behind the Speedwing 869er. Die Arrivals bitte auf die Nordbahn. Dankeschön. Ciao. Antlinger erteilt jetzt Startgenehmigungen im 5-Minuten-Takt. From 7834, wind 290, 7 knots, runway 26 left, cleared for takeoff. Hallo, Lufthansa 764, line up 26 left. Lufthansa 764, lining up runway 26 left. Lufthansa 453, wind 310 degrees, 8 knots, runway 26 right, cleared for takeoff. Lufthansa 764, connect departure, angenehme Reise. Lufthansa 764, departure, bye-bye. Alpha Hotel Yankee 8585, wind 290, 12 knots, runway 26 left, cleared for takeoff. Nach einer Stunde ist die Rush-Hour überstanden. Und Antlinger macht seine vorgeschriebene Pause. Auch nach 35 Jahren im Dienst macht ihm sein Job bei der Flugsicherung Freude. Es ist eigentlich wunderschön, wenn man von oben runterkommt. Man sieht Leute, wo man der Maschine gerade noch die Landefreigabe gegeben hat, die jetzt mit ihrem Gepäck hier ankommen, runter in die S-Bahn gehen. Oder Leute, die unten aus der S-Bahn rauskommen.
die Tafeln für den Abflug checken und man weiß genau, wenn man dann wieder oben ist, gibt man der Maschine die Take-off-Clearance, die Leute können in Urlaub fliegen, es geht ihnen gut, alles toll. Bei der Zollabfertigung ist nach der Mittagsstoßzeit auch ein wenig Ruhe eingekehrt. Aber dieser Karton eines US-Passagiers könnte doch Arbeit bedeuten, vermutet David Staszewski. And for what do you need this? Trade show. It's gifts. Gifts? Yeah. Do you have an invoice of them? No, I don't. You know what? Maybe I do. I have a packing slip. Why you didn't declare this? Because they have no value. They're just for a trade show. But it's not for private using, so everything what is for commercial using, you have to make an import declaration. Okay, so I was told that for marketing material, because they're just giveaway, that they have no value. But you have to come inside. Okay. And you have to make a declaration about it. Okay. So your private luggage piece here? Staszewski muss den Wert der Flaschen schätzen. Dem Fluggast droht vielleicht ein Bußgeld. Andere haben eine schönere Ankunft in München. Die Betreiber setzen auf eine möglichst angenehme Atmosphäre. Offenbar mit Erfolg. Ein britisches Luftfahrtforschungsinstitut hat München zum ersten 5-Sterne-Airport Europas gekürt. Unter anderem wegen der klaren und übersichtlichen Beschilderung. Aber auch der Shopping- und Gastronomiebereich mit seinen 150 Läden und 60 Restaurantbetrieben konnte punkten. Der Center-Manager Philipp Ahrens ist für das richtige Wohlfühlambiente zuständig. So, wir sind hier am Flughafen München, natürlich ein großes Hub. Und da ist es nicht nur wichtig, dass die operationellen Prozesse passen, sondern auch die Shoppingwelt. 50% unserer Umsätze werden mit Shopping gemacht. Wir versuchen, die Passagiere auch so zu führen, dass wir Impulse auslösen können, dass sie sagen, sie nehmen im Duty-Free noch mal irgendwie eine Kleinigkeit mit, sie gehen in eine andere Einheit, kaufen sich noch eine Uhr, irgendwelche Anziehsachen, Anzüge, was auch immer. Wir versuchen hier alles zu bedienen, ein breites Spektrum abzubilden, weil wir hier natürlich enorm viel Verkehr haben, sowohl von abfliegenden Passagieren als auch umsteigenden Passagieren, die sich hier im Transit befinden. Im Schnitt strömen hier pro Tag mehr als 120.000 Passagiere durch. An Spitzentagen sogar bis zu 150.000. Für die Geschäftsleute sind vor allem die Reisenden im Transitbereich interessant. Das Warten auf den Anschlussflug lässt sich schließlich auch mit Shopping verkürzen. Es ist so, dass wir versuchen, die Passagiere natürlich zentral durch die ganzen Gastronomie- und Shopping-Einheiten zu führen, das auch sehr spezifisch machen, auch mit der Positionierung und den Erkenntnissen, die wir haben. Was ist das Shopping-Verhalten der Passagiere? Was benötigen die? Was möchten die gerne kaufen? Dementsprechend positionieren wir die Passagiere und haben auch so dann die Wegeführung. So lässt sich auf dem Weg zum Gate noch ein Einkaufsbummel einschieben. 15 Uhr. Kurz- und Mittelstreckenflieger haben in der letzten Stunde viele Passagiere nach München gebracht, die zu Fernzielen weiterreisen wollen. Dem Flughafen steht die große Rush-Hour am Abend bevor. München kann etwa 1.300 Starts und Landungen pro Tag stemmen. Nun gehen die Langstreckenmaschinen an den Start. Unter anderem das größte Passagierflugzeug der Welt. Der Airbus A380-800 wird für einen langen Flug vorbereitet. 5 dieser Riesenjets pendeln täglich zwischen München und Zielen in Nordamerika und Asien. Gepäck, Treibstoff, Frachtgut. Der Ramp Agent Michael Auler ist für die gesamte Beladung zuständig. Zuerst muss er die Registrierung überprüfen. Im Luftfahrtalphabet heißt die Maschine mit dem Taufnamen Johannesburg Delta Mike Echo. Das Flugzeug kam eben aus Peking mit fast einer Stunde Verfrühung, was wir natürlich immer gut finden, bietet uns ein bisschen mehr Zeit. Und ja, der Check ist wichtig, weil die gesamte Gewichtsberechnung natürlich auf Basis dieses Flugzeuges erfolgt, sowohl Gewicht als auch der Schwerpunkt, also Balance. Und dementsprechend ist das eine unserer ersten Aufgaben, die wir am Flugzeug zu tun haben.
Über diese gelben Schläuche wird kalte Luft aus dem Terminal ins Flugzeug gepumpt. Die Treibstoffmenge muss genau berechnet werden. Entscheidend dafür ist das Startgewicht und welche Windverhältnisse für den Flug vorhergesagt sind. Pre-selected für unseren Flug heute nach Peking wurden 141,5 Tonnen. Aktuell FOB, Fuel on Board, sind wir bei 121 Tonnen. Das heißt, wir brauchen ungefähr noch 20 Tonnen, bis das Flugzeug fertig und voll betankt ist. Während Michael Auler den A380 für den Start vorbereitet, plant das Team im Hub Operations Center schon ein paar Stunden weiter. Die Flugrouten für die nächsten Ankünfte müssen festgelegt werden. Manchmal sogar, bevor die Maschine überhaupt vom Startflughafen abgehoben hat. Also hier sehen wir zum Beispiel unseren Rückflug von Singapur nach München. Dieser Flug wurde mit einer anderen Flugroute versehen. Warum haben wir das getan? Das kann man sehr schön am System sehen. Zeig's mal. Das ist Singapur, dort steht unser Flugzeug noch. Es wird dann nachher diese Flugroute südlich durch Indien führen und dann hier hoch Richtung Europa fliegen, bis es in München landet. Normalerweise geht die Flugroute viel weiter nördlich entlang. Diesmal war dies aber nicht möglich, weil dieses Bunte, was Sie hier sehen, sind starke Gewitter, die über Nordindien herrschen und die müssen entsprechend umflogen werden. 15.30 Uhr. Die abendliche Rush-Hour beginnt schon am Nachmittag. Die Passagiere für den Flug nach Peking checken ein. Hunderte Koffer und Taschen müssen in den A380 geladen werden. Auch das Gepäck der Transitreisenden, das seit dem Morgen im Lager auf den Anschlussflug gewartet hat. Jeder Koffer wird noch einmal gescannt und dann in Container verladen. In jeden von ihnen kommen höchstens 40 Gepäckstücke. Falls ein Fluggast nicht auftaucht, kann sein Gepäck so schnell identifiziert und aussortiert werden. Die restlichen Koffer bleiben bis zu ihrem Zielort Peking im Container. Aber nicht nur Privatgepäck geht auf Reisen. Auch eine Menge Luftfracht muss mit nach Peking. Michael Auler vergleicht die Angaben auf seinem Ladezettel mit der Packliste. So, das Gewicht dieser Einheit stimmt. Verwogen mit 3.496 Kilo. Geladen werden soll sie auf Position 22 Papa. Das ist im Flugzeug, im vorderen Laderaum, die hinterste Position. Da kommt sie hin. Ich gucke noch mal, ob die Einheit auch flugfähig ist. Nicht nur das richtige Gewicht ist entscheidend. Die Ladung muss so verstaut werden, dass sie nicht verrutschen kann. Eine plötzliche Gewichtsverlagerung in der Luft könnte den Flug in Gefahr bringen. Aber hier passt alles. Aula gibt die Fracht frei. Zum Schluss überprüft er nochmal die Verankerung. Am Zoll wartet der US-Passagier unterdessen, dass es auch für ihn weitergeht. Okay. The value of them is 361 euros. Mm-hmm. We have 2.7% the customs duty, okay, and 19% for the import tax. Mm-hmm. That's complete 80 euros. And for not declaring, you have to pay a fine in the same amount like the tax. So 160,78 euros. Zahlbar sofort. Nur dann kann der Gast aus den USA mit seinem Karton nach Deutschland einreisen. 2017 hat der Münchner Zoll gut 1 Milliarde Euro an Zöllen und Einfuhrumsatzsteuer erhoben. So I won't be bringing gifts next time. Immerhin ist er ohne Strafverfahren davongekommen. gekommen. 16 Uhr. Die Abfertigungshalle wimmelt jetzt vor an- und abreisenden Passagieren. Die beiden Bundespolizisten Benjamin König und Lothar Reitmeier halten nach unbeaufsichtigtem Gepäck Ausschau. Das gehört zu euch. Ist es euer hier? Okay. Okay.
Bei den Mietwagenschaltern werden sie fündig. Drei Koffer stehen mutterseelenallein im Gang. Die Beamten müssen schnellstens klären, wem das Gepäck gehört. Oder ob vielleicht ein Anschlag drohen könnte. It's your luggage. There. No. Do you have any luggage there? Luggage. Das ist schlecht. Das ist schlecht. Die Polizei muss immer vom Schlimmsten ausgehen. In den Koffern könnte ja auch eine Bombe sein. Nee, hier nicht mehr. Hier nicht mehr lang, bitte. Der Bereich wird sofort geräumt und abgesperrt. Dann müssten die Sprengstoffspürhunde und Bombenentschärfer ran. Aber so weit kommt es diesmal nicht. Yours? Offenbar ist der Besitzer doch noch aufgetaucht. Reitmeier liest ihm die Leviten. It's not okay there. You have to put them always with you, your luggage. In the car. In the car? Yeah, car, yeah. Yeah. So, I need your passport, sorry. Okay. No problem. You just arrived? You arrived? After, yeah. Why do you leave your luggage here? Yeah. Why? It's an airport. I work just look for a car. Always take it. Yeah, I know this. But you put the luggage now. I'm sorry. Okay? Haben wir nicht abgeschlagen alles? Der kam frisch an. Der ist frisch gestempelt. Ja, dann. Okay, take it. Take it. Ein Bußgeld fürs Koffer stehen lassen gibt es am Münchner Flughafen nicht. Und natürlich erst recht nicht für mangelnde Englischkenntnisse. Die Beladung des Airbus A380 nach Peking läuft unterdessen auf Hochtouren. Insgesamt sind es aktuell bei uns geworden fast 550 Gepäckstücke. Diese werden jetzt noch entsprechend der Ladeplanung verladen und dann sollten wir hoffentlich entsprechend pünktlich hier die Position verlassen. Den letzten Außencheck führt der Pilot selbst durch. Vorher fliegt die Maschine nirgendwo hin. Flugkapitän Roland Tourbier muss vor dem Start prüfen, ob sein Flugzeug absolut sicher ist. Also wir gehen hier im Grunde genommen immer, wenn es geht, einmal komplett rum. Man fängt an einem Punkt an und endet auch wieder an dem Punkt. Hier schauen wir uns vor allen Dingen die Sensoren an, die extrem wichtig sind. Das sind Sensoren für die Flugdaten, die dürfen halt nicht verbogen sein. Auch nicht verstopft, das sieht man natürlich von hier aus nicht. Also ich kann nur eine Sichtkontrolle machen. Aber das, was ich halt sehen kann, das muss ich mir halt auch anschauen. Das ist das Flugfahrwerk Nose Gear. Da schauen wir uns im Grunde genommen den allgemeinen Zustand an. Also was wir nicht sehen wollen, sind Leckagen, irgendwas abgebrochen ist, irgendwas runtergefallen ist, kaputte Gläser von den Lampen. Das sind so Dinge, die wir uns anschauen. Schaut man halt, dass die Fanblades nicht verbogen sind, kein Vogelschlag da war. Die Tour um den riesen Airbus herum dauert gut 15 Minuten. Dann gibt Kapitän Tourbier grünes Licht. Außencheck bestanden. 16.42 Uhr. Meldung vom Kontrollzentrum. Schon wieder ein herrenloser Koffer. König und Reitmeier prüfen das Gepäck, das anscheinend schon etwas länger da steht. Okay. Servus. Hallo. Grüßt euch. So, da machen wir jetzt einmal. Da geht. So, sorry. No. Sorry. Please, you go around. Also Minimum halbe Stunde steht's. Ja.
Dann. Okay. Der Kollege ist ja los und holt Absperrband. Ja. Dann schauen wir mal. Ist schon habt ihr schon ausgerufen? Wurde schon? Okay. Ist irgendwas drauf? Erkennbar vom Besitzer? Nix. Reitmeier gibt den Lagebericht durch. Am Münchner Flughafen werden jeden Tag bis zu 20 herrenlose Gepäckstücke gefunden. Und die Bundespolizei muss bei jedem Koffer ihr Standardprogramm durchziehen. Auch wenn es den Betrieb aufhält. Wir müssen mit allem rechnen. Es kann natürlich sein, was wahrscheinlicher ist, dass tatsächlich jemand seinen Koffer einfach nur vergessen hat. Es könnte aber auch sein, dass, wenn jemand weiß, was er tut, dass er das so aussehen lässt. Als würde er einfach, als wäre es ein ganz normales, harmloses Gepäckstück. Könnte sich natürlich auch um was anderes handeln. Das müssen wir jetzt untersuchen. Deswegen werden wir jetzt voraussichtlich, je nachdem, wie der Lotte das entscheidet, die Spezialkräfte anfordern, also Hund und Entschärfer. Und dann schauen wir mal weiter, was sich jetzt entwickelt. Natürlich ist die Sensibilisierung im öffentlichen Bereich, in dem wir uns jetzt gerade befinden, eine ganz andere, als wenn wir hinter der Sicherheitskontrolle wären. Deswegen, wie man sieht, sperren wir jetzt hier auch weiträumig ab, einfach nur, um auf Nummer sicher zu gehen. Am Airbus A380 nach Peking werden unterdessen die letzten Container verladen. Erst wenn alles sicher verstaut ist, kann der Ramp Agent seine Liste mit der des Piloten abgleichen. Was ich dem Kapitän übergebe in diesem Falle, sind meine Ladegewichte, die Abschlusszahlen. Er bekommt das über Satellit, über das sogenannte ARCAS-System ins Cockpit geschossen. Das wird dort ausgedruckt und dann werden wir entsprechend einen Vergleich der Daten vornehmen, der notwendig ist, um das Flugzeug auf Strecke zu schicken. Mit der Übergabe ist Aulas Pflicht erfüllt. Wollen wir einmal das Loadsheet abgleichen? Ja, gerne. Nummer 1 sollte es sein. Ja, wir haben einen Tagesabschluss, insgesamt 467 Gäste plus ein Infant. Okay. Keine Specials von unserer Seite aus. Ja, das wunderbar. Passt sehr schön. Passt wunderbar. Guten Flug auch so. Schönes Zeit in Peking. Dann ganz herzlichen Dank für die Zusammenarbeit. Sehr gerne. Bis zum nächsten Mal. Prima, bis zum nächsten Mal. Guten Flug. Servus. Danke. Ciao. Servus. Flug LH772 nach Peking ist jetzt fast startklar. Es fehlen nur noch ein paar Passagiere. Im Terminal warten das Team Reitmeier und König auf das Spezialkommando. Die ersten Experten sind schon da. Sprengstoffspürhund Ellie und ihr Herrchen. Ellie findet keinen Hinweis auf Sprengstoff. Alles gut, oder? Plötzlich taucht ein Mann auf, der sagt, dass der Koffer ihm gehöre. Aber so schnell kommt er da jetzt nicht mehr raus. Die Sprengstoffkontrolle wird ganz nach Vorschrift fortgesetzt. Der Entschärfer führt einen technischen Check durch. Dann erst öffnet er den Koffer. Und wo hat er seinen Pass? Irgendwo? Ja, er meinte, es ist drin verschlossen. Wenn nicht, dann soll er es selber mal rausholen. Ja, ja. Erst nach dem Blick in den Pass ist klar, der Mann ist tatsächlich der Kofferbesitzer. Und Reitmeier ist stinksauer. We have a lot of trouble in this case.
Very sorry, actually. I wasn't even real. I was working, actually. I didn't realize the bag is missing. But normally, I think you fly a lot. A lot of times, normally you have to know now, at the airport we have a lot of trouble in this. It never happened in my life, actually. I made a big mistake today. I don't know how. I know it's a big. I'm really sorry, very, very sorry. Okay. Abbruch, oder? Alles klar. Endlich können die Beamten den Bereich wieder freigeben. Der Einsatz hat eine Stunde gedauert. Dann gehen wir natürlich schon, sind sehr sensibel mit so einem Gegenstand um, weil wir natürlich nicht wissen, was drin ist. Also wir können nicht reinschauen, entsprechend haben wir abgesperrt, unsere Maßnahmen eingeleitet und bis dahin war mein Puls noch relativ ruhig. Der hat sich dann etwas erhöht, als der Besitzer eintraf und gesagt hat, dass er jetzt eine Stunde beim Messen war und das Teil vergessen hat, obwohl er nicht das erste Mal flog, sondern des Öfteren fliegt und eigentlich wissen müsste, dass man sowas schlicht und ergreifend nicht macht. Die Gedankenlosigkeit mancher Passagiere gehört zum Berufsalltag von Lothar Reitmeier und Benjamin König. Aber für heute haben sie erstmal Feierabend. Uhr. Im Terminal 2 hasten die letzten Passagiere zu ihrem Flug LH722 nach Peking. Wie viele andere kommen sie direkt von einem Zubringerflug. Und gerade noch rechtzeitig. Wir haben für diesen Flug über 50 verschiedene Umsteige-Zubringerflüge gehabt. Und das bringt das System ganz schön an die Spitze und ist jedes Mal eine Herausforderung. Ja. Endlich heißt es, Boarding abgeschlossen. Der A380 wird zurückgesetzt. Die Maschine wiegt 544 Tonnen. Nur 16 Tonnen weniger als das maximale Startgewicht. Den Start dieses Riesenfluges vorzubereiten, war eine technische und logistische Herausforderung. Und doch ist es nur eine von vielen Aufgaben am Münchner Flughafen. Im Schnitt starten und landen hier täglich 1100 Flugzeuge. Bis zu 150.000 Fluggäste werden hier abgefertigt. Und das ist nur möglich, wenn alle Hand in Hand arbeiten.